Also vielleicht darf ich zum Thema Stadtwald ganz kurz etwas sagen, weil wir da im Bauumwelt- und Verkehrsausschuss erst kürzlich eine Diskussion hatten, aber ich glaube sogar, das war im Stadtrat die Diskussion, bei der ich dann dem Herrn Thorer von der Arbeit für Gera angeboten habe, mal gemeinsam einen Waldspaziergang zu machen, damit wir mal uns den Wert des Waldes über das Wirtschaftliche hinausgehend ansehen. Es gibt eine Planung, einen Teil Stadtwald anzukaufen, weil man, und schon wieder sind wir bei dem Thema, für einen geringen Ankauf einen erheblichen Zuschuss bekommen würde, was die Bewirtschaftung angeht. Unterm Strich wäre das wirtschaftlich also sinnvoll. Es ist bloß schwierig, ein geeignetes Stück zu bekommen und auch das Geld dafür. Das muss man klar sehen. Was die anderen Punkte angeht, wer will da antworten? Herr Dr. Neuland? Ja, da komme ich nochmal etwas, was Sie angesprochen haben, noch Grundsteuer und Gewerbesteuer. Ja, machen Sie auch genau eine Aufstellung dazu. Aber ich sage mal, dass es trotzdem durch die Stadt gemacht wird, dass man da merkt erstmal, wie groß die Not ist. Es ist kontraproduktiv, natürlich. Aber ich sage mal, wir haben den Spielraum nicht. Das Landesverwaltungsamt sagt, das, was ihr vorlegt, das bestätigt man nicht. Ihr müsst einen eigenen Anteil bringen. Und was Sie ansprechen, der Haushalt, der im Moment vorliegt, war auf Druck des Stadtrates entstanden im vergangenen Jahr, der, ich sage mal, vorsieht, einen Arbeitsstand reflektiert, der auch, sag mal, die Anmeldung der Fachämter zu 100% berücksichtigt haben soll. Mit dem Ergebnis, es fehlt zwischen Einnahmen und Ausgabenhöhe von 17 Millionen Euro. Das ist, sag mal, also so ein Haushalt kriegt man nirgendwo genehmigt. Ich sag mal, das reflektiert auch erst an einem Stand, sag ich mal, vielleicht vom Herbst vergangenen Jahres. Aber ich sag mal, das wird nur deutlich, sag ich mal, wie groß die Finanznot eigentlich ist. Aber ich will noch mal, das liegt das sehr am Herzen sagen. Also natürlich müssen Anstrengungen unternommen werden, dieses Defizit zu verringern. Aber es kann niemals sein, dass die Stadt Gera, ich sag mal, davon die Hälfte schultert. Es gibt Einsparmaßnahmen im Haushalt, es auch bei dem Haushaltssicherungsprogramm. Dort sind 54 Maßnahmen drin. Ich sage mal, wo man überall noch etwas einsparen könnte. Das gibt eine theoretische Summe, ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr, so über 6 Millionen waren das. Das sehe ich jetzt mal positiv und philosophisch. Das ist überhaupt nicht bei der konkreten Lösung des Problems. Vielen Dank. Andreas Schubert wollte etwas sagen. Ja, also wir sind ja hier auch deswegen zusammengekommen, damit wir Vorschläge, die auch aus der Bürgerschaft kommen, mitnehmen und prüfen wollen. Und da gibt es also viele Vorschläge, die man sich so aus der Presse sich so überlegt hat. Das ist eigentlich logisch und klingt gut. Und bei dem Thema Stadtwald ist das sicherlich auch so. Da sage ich halt auch an dieser Stelle, man muss da auch ehrlich sein. Wer ins Waldgesetz schaut, in das Thüringer Waldgesetz, da wird feststellen, dass eben der kommunale Wald nicht einfach so verkauft werden kann. Der unterliegt nicht nur der Genehmigung, der Verkauf von kommunalen Wald unterliegt nicht nur der Genehmigung der Rechtsaufsicht, sondern auch der obersten Forstbehörde. Und dann steht im Waldgesetz eindeutig drin, Erlöse aus Verkauf von Wald können durch die Schaffung von neuem Wald verwendet werden. Das steht im Waldgesetz eins zu eins drin. Und wer sozusagen mit diesem Vorschlag an die Öffentlichkeit geht, der muss halt vorher prüfen, über was wir hier sprechen. Der Wald für uns bietet in der Zukunftsperspektive jährlich eine Einnahmequelle, weil wir aus dem Holzverkauf sicherlich nicht auf einmal 3 Millionen, aber doch immer wieder sukzessive, und der Holzpreis ist ja zurzeit noch relativ hoch, eine dauerhafte Einnahmequelle hätten. Die hätten wir dann einmal, wenn wir sie verkauft hätten, abgeschafft. Aber wie gesagt, es ist auch schon theoretisch nicht möglich, einfach so Kommunalwald zu veräußern. Man muss dann eben wirklich prüfen, das wollten wir gerne tun, deswegen nehmen wir die Vorschläge auch mit. Und an der Stelle kann ich schon ganz klar sagen, da gibt es eine gesetzliche Regelung, die steht eben davor. Wobei man schön, das ist auch eine Frage. Ganz klar, ich will ja irgendwie was abwickeln. Ich habe es nur versucht, jetzt gleich im Kontext mit zu informieren, weil das eben auch schon mal in der Presse gewesen ist. Wir haben uns da auch nochmal belesen und kündig gemacht, das ist halt einfach nicht möglich. Und man muss natürlich grundsätzlich das Problem sehen, dass ein Verkauf Geld bringt, einmal, und dann ist das Ding weg. Das darf man nie vergessen, meine Damen und Herren. Man kann alle Sachen nur einmal verkaufen, wenn man auf dem legalen Bereich bleibt. Lama Miller. Ja, wir sind eigentlich jetzt schon mittendrin in so einer Diskussion, wie man sich das zum Bürgerhaushalt wünscht. Nur eine ganz kurze Antwort, dass Sie den Parkplatz angesprochen haben. Das ist im Haushaltssicherungskonzept auch die Maßnahme enthalten, Parkscheinautomaten zu kaufen und diesen Parkplatz zu bewirken. Frau Stolper hat sich noch gemeldet und ich würde die Frage auch gerne noch hören. Würde dann vorschlagen, dass wir damit vielleicht die Fragerunde zunächst beenden und den Vortrag zum Thema Bürgerhaushalt von Ramon Miller hören, wenn es da keine Einwände gibt. Ich sehe, so ist es. Frau Stolper. Herr Neudert hat vorhin so schön nachher so gucken muss, was man in den Haushalt bekommt. Jetzt ist meine Frage, wie wird denn in Gera mit diesen Wünschen und Begehrlichkeiten umgegangen? Also ich kenne das ja nun aus anderen Kommunen. Je nachdem packt man sich die Amtsleiter am Schlawigel und guckt die Haushalte nochmal durch. Wer prüft denn das alles? Nehmen Sie die Begehrlichkeiten so auf?
prüft da jemand, ob die Wünsche realisierbar sind, was da für Positionen dahinter stehen, ob das überhaupt sinnvoll ist, weil ich meine, Sie wissen ja, ich habe ja nun mit Haushalten von anderen öffentlichen Trägern zu tun und da wünscht sich halt der eine Bürgermeister das eine Leitungsstück und der andere das andere und der dritte möchte eine vergoldete Kläranlage. Das was gehört zu den wenigen Wünschen, die unser OB nicht hat. Ja, das war ja, damit es auch klar ist für die Presse. Wie wird mit den Ämtern schlichtweg umgegangen? Geht da jemand von der Kämmerei dann wirklich diese Positionen durch und prüft, ist das Spinnerei, stellen die sich was Tolles vor, brauchen die den Computer wirklich? Oder wird das eins zu eins übernommen? Wie ist da die Kooperation? Setzen da die Amtsleiter alle zusammen? Wird es dann nochmal ausgetauscht? Wer macht die Endkontrolle? Was geht dann in den Stadtrat? Ich weiß nicht, inwieweit diese Frage heute beantwortet werden kann, weil inwieweit? Denn wir haben weder den Finanzdezernenten noch den Oberbürgermeister hier. Ich will an dieser Stelle aber... Ich sage mal, wenn Sie 6 Millionen einsparen müssen, das können Sie natürlich bei 6 Millionen Maßnahmen mit 1 Euro machen. Oder Sie greifen sich 2 raus mit 3, ich sag mal, mit verheerenden Wirkungen. Also man versucht dann halt überall ein bisschen was abzuzwacken. Dass man eine Leistung ganz streichen kann, ist eigentlich die Ausnahme. Aber auf jeden Fall hat das, ich sag mal, hat dort die Kämmerei dann das primäre Sagen. Und die geht quantitativ an. Ich sehe ein Handzeichen von Margit Jung und die würde jetzt natürlich gern was sagen, aber dann müsste ich ja fast dem widersprechen, was ich gerade angekündigt habe. Letzte Frage, Antwort, dann kommt Ramon Miller mit seinem Vortrag. Wollen wir Sie schnell die Frage noch stellen lassen? Nee, keine Frage, stellen. Antwort. Sie will was sagen. Frau Jung will was sagen, dann sagen Sie. Ich kann Ihnen das beantworten anhand einfach des Jugendhilfebereiches. Also dort ist es so, dass wir rund 40 Seiten Begründung hatten zu jeder einzelnen Position. Um ein Beispiel zu sagen, wir haben 10 Heimkinder, ein Heimplatz kostet so und so viel und die Summe, die da steht, ist so entstanden. Und wenn lustig ist dann immer, wenn man bei Telefonkosten die 5 Euro begründet, warum man die mehr braucht, weil man halt ein Handy mehr braucht für den mobilen sozialen Dienst. Also so exakt wird es wirklich gemacht. Und es ist natürlich bitter, gerade für den Jugendbereich, der budgetiert ist, also wir arbeiten ja auch mit Budgets, sie kriegen den großen Rahmen, können zwar in dem großen Rahmen untereinander die Positionen entsprechend austauschen, aber wenn sie von vornherein wissen, dass sie in der Heimerziehung in Dingen, die sie kaum beeinflussen können, zu wenig Geld drin haben, ist der Rahmen natürlich von vornherein so begrenzt, dass es eigentlich nicht funktioniert. Und das ist unsere Situation im sozialen Bereich, dass aber wie soll es auch anders gehen? Ne? Also in diesem Jahr gab es die Ansage, 10% soll gekürzt werden, dann machen sich die Mitarbeiter Gedanken, aber dann kann es auch passieren, ein Heimkind mehr, also wir haben jetzt ein Heimkind, was am Tag 200 Euro kostet. Also solche Fälle gibt es und das können Sie nicht planen, das wissen Sie sogar nicht. Ja. Dankeschön. Ich bin fast sicher, Frau Stolper, dass Sie die Frage nicht gestellt haben, weil Ihnen langweilig ist. Ich ahne, dass Sie irgendwelche Positionen im Kopf haben, die Sie für bemerkenswert halten. Wenn das so sein sollte, dann sind wir sehr daran interessiert, da spreche ich für mich und auch die beiden Herren neben mir, diese Positionen zu erfahren, die wir uns dann sehr gerne mal intensiver ansehen werden. Das verspreche ich natürlich. Ja. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir an dieser Stelle, wir zwei zumindest, wieder unsere Plätze räumen, denn es kommt von oben runter die Leinwand, die Ramon Miller braucht für seinen Vortrag. Und deswegen werde ich meinen Platz auch räumen. Ja, besser vor als hinter. Ja. Ich übergebe das Wort. Ja. Und solange die Leinwand abrollt, kann ich noch ergänzen, und es gibt ja auch noch das Rechnungsprüfungswesen, was dann jede Ausgabe hinterher nochmal nachrechnet, ob die denn gerechtfertigt war oder nicht. Also ich denke, es liegt nicht an der Kontrolldichte. Also daran liegt es mit Sicherheit nicht. Da ist eher wahrscheinlich, der eine oder andere würde erschrecken, wenn er mitkriegen würde, wie doppelt und dreifach manchmal Dinge geprüft werden. Da habe ich manchmal den Eindruck, eher zu viel. Ja, wir kommen zum Thema Bürgerhaushalt an. Ich würde also jetzt so in etwa 15 Minuten noch einmal ganz kurz in das Thema Bürgerhaushalt einführen. Das ist also etwas, wo man locker mehrere Stunden verbringen kann damit. Ich will es einfach versuchen, relativ kurz zu machen. Also Frage 1, was ist denn überhaupt ein Bürgerhaushalt? Etwas einfach gesprochen, das ist ein Haushalt, wo Bürger die Möglichkeit haben, direkt mitzuwirken. Und diese direkte Mitwirkung soll aber nicht das, was die Stadträte und das, was die Ausschüsse tun und der Stadtrat tun, nämlich intensiv diskutieren, ersetzen,
sondern es soll im Vorfeld die Möglichkeit sein, Dinge einzubringen, die vielleicht in den einzelnen Beratungen in dem Geschäftsgang nicht durchgeführt werden können. Und damit soll auch ein Angebot verbunden sein, dass man direkte Vorschläge machen kann. Und das kann dann sehr unterschiedlich sein. Vorschläge, wie Mittel zu verwenden sind, Vorschläge, wo etwas einzusparen ist, Vorschläge, dass man etwas für sinnvoll finanziell hält oder etwas für gar nicht sinnvoll. Also das kann alles Mögliche sein. Der Ausgangspunkt dieses Bürgerhaushaltes, übrigens nur mal am Rand, Substanz Literatur, war 1989 bereits, und zwar in Porto Alegre, Brasilien. Und dieses Thema Bürgerhaushalt hat also mit unterschiedlichsten Facetten den Weg durch die ganze Welt gefunden und auch nach Deutschland. Es gibt auch den Begriff Beteiligungshaushalt, der sagt vielleicht noch ein bisschen deutlicher aus, was gemeint ist. Es gibt dann auch noch in Jena den Begriff Bürgerbeteiligungshaushalt, oder Erfurt sagt dazu, verwendet diesen Begriff. Also wir bleiben aber zunächst mal beim Bürgerhaushalt. Sag mal einen Bereich aus, der mich betrifft, nur mal als Querbeispiel, Beteiligung, na klar, also es gibt ja Bereiche, wo es sehr ausführliche Beteiligungen gibt, sehr umfangreiche. Ich will nur mal das wieder ins Gedächtnis rufen, was wir in den letzten Jahren hatten, das ist nämlich zum Beispiel die Aufstellung des Flächennutzungsplanes. Der hat ja nun mehrfach ausgelegen und es konnte jeder Bürger eine Stellungnahme dazu abgeben, schriftlich auch. Diese Stellungnahme ist schriftlich mit einem Entwurf der Verwaltung, mit einem Beantwortungsentwurf versehen worden. Am Ende sind diese ganzen Dinge abgewogen worden und es hat am Ende auch der Stadtrat mit dem Beschluss zum Flächennutzungsplan im Dezember letzten Jahres war es, auch diese ganzen Stellungnahmen mit beschlossen, nämlich das, was der Verwaltungsvorschlag, wie mit dieser Stellungnahme umgegangen werden soll, der jetzt nun so bestätigt wird. Also es gibt auch beim Bebauungsplan, also es gibt schon geübt Verfahren, die zum Teil rechtlich vorgeschrieben sind, sehr umfangreich sind, was ich damit sagen will. Also man muss da jetzt nicht grundsätzlich Angst haben mit einer Bürgerbeteiligung. Es gibt schon Bereiche, wo das sowieso schon seit Jahrzehnten eigentlich geübte Praxis ist. Nur im finanziellen Bereich ist das vielleicht mit ein bisschen Fragezeichen versehen, wie können denn da Bürger direkt mitwirken. Nochmal ganz kurz gesagt, was ist denn eigentlich gewollt mit so einem Bürgerhaushalt? Und das, was wir, die wir hier nun als Parteien uns dieses Themas annehmen, im Vorfeld gesagt haben, was notwendig ist und das, was eigentlich auch in anderen Kommunen so der Hauptwunsch ist, ist, dass überhaupt mal mehr Transparenz in die ganze Frage hineinkommt, für was gibt denn eine Kommune welches Geld aus? Und welche Mechanismen funktionieren denn da vor Ort? Wie denn die Geldströme so laufen. Es ist damit mehr direkte Demokratie gewollt und damit auch mehr Teilhabe. Das hat man ja in verschiedensten Aspekten, Stichwort Einwohnerantrag beispielsweise. Also auch hier direkt im Bereich der Finanzwirtschaft. Damit ist dann logischerweise auch gewollt und wird erwartet, dass man dann auch mehr Verantwortungsbewusstsein hat. Denn wenn ich wo mitreden kann und wenn ich vielleicht auch das Gefühl hatte, an der einen oder anderen Stelle etwas mitbewegt zu haben, eine Entscheidung beeinflusst zu haben, dann führt das ja im Umkehrschluss dazu, dass man sich auch verantwortlicher fühlt, als wenn man gar nichts damit zu tun hat oder vielleicht sogar ausgeschlossen wird. Am Ende muss aber immer ein Haushalt herauskommen, der natürlich am Ende irgendwo genehmigungsfähig ist. Also es geht bei den Inhalten sehr wohl große Gestaltungsspielräume und damit hat man eben die Möglichkeit, in einer Stadt mit 10.000 Einwohnern funktioniert, das funktioniert in Großen nicht mehr, also es funktioniert auch in Köln und Berlin und so weiter. Hier einfach mal ein Ausschnitt aus der Internetseite, die eigentlich relativ gut ist und dann sehen Sie schon immer wieder bestimmte Inhalte, die da sein müssen. Also es gibt etwas, wo es um Vorschläge geht, die haben die Vorschläge sehr genau dokumentiert, also Herr und Frau sowieso haben dieses und jenes vorgeschlagen zu dem und dem Thema. Es sind eine ganze Reihe an Informationen eingestellt, also da geht es schon mal um den Haushalt an sich, dann wird der Haushalt erklärt, dann werden vielleicht Grafiken zum Haushalt gemacht, also im Grunde genommen das, was wir im ersten Vortrag gehört haben, das ist eine Sache, wo Kommunen zum Teil sehr viel machen, um einfach Wissen zu vermitteln, denn nur wenn sie ein Wissen haben, können sie auch qualifizierte, gute Vorschläge machen. Oder sie können natürlich immer Vorschläge machen, aber sie können dann vielleicht mehr mitmachen. Die Teilnehmenden sind hier nochmal ganz klar nach.
war genannt. Also das können nicht nur einzelne Bürger sein, das können auch Institutionen sein. Und ein Punkt, der auch sehr interessant ist, hier vorne das Thema Rechenschaftsbericht. Weiteres Beispiel, unsere Nachbarstadt, unsere Schwesterstadt ist auch eine von den Kommunen, die da sehr ambitioniert vorgehen. Sie ist auch eine Kommune, muss man sagen, im Gegensatz zu uns, die sich leisten kann, auch sehr viel in Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter zu investieren, weil das sind natürlich auch Gelder, die da fertig. Also das, denke ich, da müssen wir als Parteien schon versuchen, gegenzusteuern. Also ich habe ja ein Planungsstudium gemacht, da hat man nur so salopp gesagt, Planung ist das Kind der Krise. Also ein Stück weit mag das in die Richtung gehen. Ja, ich denke, so viel für den Anfang. Meine Damen und Herren, Ramon Miller hat gesagt, mit der Veranstaltung heute haben wir den Stein in das Wasser geworfen. Damit will er nicht sagen, dass wir damit das Projekt Bürgerhaushalt versenkt haben, gleich mit der ersten Veranstaltung. Das Gegenteil ist hoffentlich der Fall. Und wie auch nach dem Vortrag von Dr. Neude, darf ich Sie auffordern, Fragen zu stellen. Gibt es Fragen zum Thema Bürgerhaushalt, zum Thema Gera Bürgerhaushalt, vielleicht sogar konkrete Vorschläge? Ja, ich sehe hier eine Meldung. Ich möchte vielleicht, mein Name ist Reinhard Hausig, ich bin also im Beirat der Agenda und stellvertretender Vorsitzender. Ich möchte ganz kurz über die Erfahrungen in Gera sprechen. Wir haben also vor drei Jahren angestrengt diesen Bürgerhaushalt und haben auf Bitten des Oberbürgermeisters, weil er seine Verwaltung umstellen wollte, das eigentlich zwei Jahre verschoben. Und wir sind froh, dass jetzt erstmal auch Leute sich gefunden haben aus den Parteien, die auch den Bürgerhaushalt weiter mitverfolgen wollen. Wir hatten Informationsveranstaltungen, wir hatten Berliner Kollegen hier, wir hatten Jena Kollegen hier, Aachener Kollegen, die waren auch relativ gut besucht, die Veranstaltungen. Und als erstes möchte ich bitten, Jena ist zwar hier so ein bisschen nicht abfällig urteilen wird, aber es ist die Stadt, wo der Bürgerhaushalt in Thüringen mit Abstand am besten läuft. Und ich würde zur nächsten Veranstaltung bitten, dass der Verantwortliche vom Bürgerhaushalt von Jena eingeladen wird und praktische Erfahrungen hat. Er macht Finanzdezernenten, der sich sehr rührend einbringt. Was ist hier in Gera? Was waren die Bedenken? Die Stadtverordneten hatten gedacht, wir werden unsere Kompetenz beschnitten. Jetzt will der Bürger was entscheiden. Stimmt nicht. Letztendlich entscheiden und stimmen die Stadtverordneten ab, was gemacht wird. Die Verwaltung sagt, Mensch, ein Haufen Arbeit kommt auf uns zu. Das stimmt in gewisser Hinsicht. Die Verwaltung ist gezwungen, ihren Haushalt durchsichtig, transparent aufzuarbeiten, was wiederum auch den Stadtverordneten dient, weil die ja diesen Packen sowieso nicht durchzählen im Einzelnen. Das muss man ganz klar sagen. Und was auch ganz wichtig ist, was uns auch gar nicht so Vorstellungen erwecken soll, dass wir ganz besonders was erfinden können. Wir können uns beteiligen. Und das Wort Beteiligung ist ganz wichtig hier bei der Sache. Ein transparent aufgestellter Haushalt, der ordentlich diskutiert wird mit den Bürgern, wo die Bürger ihre Meinung zur Prioritätensetzung, das ist eine, aber auch zu inhaltlichen Fragen, kundgeben können und dann eine ordentliche Verteidigung dieser dann letztendlich zu beschließenden Maßnahmen auch wieder durch die Verwaltung, die muss nämlich dann begründen, warum mache ich das, warum mache ich das. Das hängt einfach mit zum Beispiel mit Fördermechanismen zusammen, weil die entsprechenden Fachleute in der Stadtverwaltung natürlich besser durchsehen, wenn ich eine Maßnahme von 1 Million durchbringe, da hängen 4 Millionen Förderungen dran. Also dann muss ich die Prioritäten ändern. Das sind ganz wichtige Sachen und wir sollen einfach damit anfangen mit der Sache. Ich bin sehr froh, dass das heute hier gelaufen ist. Und ich denke, dass es auch vielleicht in der Bevölkerung ein bisschen wurzelt, damit solche furchtbaren Sachen, wie im letzten Jahr passiert sind, diese Streitereien und Kunsthaus und Schulen und was weiß ich nicht alles, dass sowas mal wegfällt, dass wir genau wissen, wir haben das vor in der Stadt und wir haben das als Bürger mitbeschlossen. Und jetzt wackelt niemand mehr daran, jetzt wird das so durchgezogen. Das ist eigentlich für mich die beste Variante und die dringendste Variante, sowas zu machen. Und ich war auch erfreut, dass der Oberbürgermeister in Sölnitz bei der Bürgeraussprache das Wort Bürgerhaushalt über den Mund genommen hat und gesagt hat, wir werden das machen in der Stadt. Und deshalb ist es eigentlich für die Verwaltung, für die Bürger, für die Parteien zu fragen, besser kann es eigentlich noch nicht sein. Ja.
Ja, manche muss man zum Jagen tragen, andere jagen selbst, aber unabhängig davon ist es so, dass Sie merken, meine Damen und Herren, wir müssen in Gera nicht den Bürgerhaushalt neu erfinden. Wir können also zurückgreifen auf vieles. Ich habe kurz vor der Veranstaltung mit Herrn Hausig kurz gesprochen und diskutiert über die Vorteile beispielsweise der Beteiligung über Internet. Der hat mir, ich habe das zunächst für einen guten Ratschlag gehalten. Er sagt, Sie auch sagen, ist ungünstig. Internet ist nicht auszuschalten. Zum Beispiel hat Jena gemerkt, ich kann die Internetabstimmung nicht verwenden beim Bürgerhaushalt, weil ich über das Internet Lobbygruppen derart stark initiieren kann. Es gab dort 2009 Mittel zu vergeben und plötzlich waren 4000 Stimmen da, die das Stadion erweitern wollten. Und jeder sagt, für diese Mannschaft ist das Stadion noch zu groß. Und dann haben wir alle die ganzen Internetabstimmungen weggenommen und haben wirklich nur die Broschüren, ich habe mal so einen Blick, wo das sehr ausführlich und deutlich gemacht worden ist, auch verständlich vom Oberbürgermeister nochmal dargestellt, wie das alles läuft, die Maßnahmen erläutert und dann die Abstimmung. Erster, zweiter, dritter Platz, was gar nicht gemacht werden sollte, kann doch irgendwann auch entscheiden, was will ich zusätzlich eventuell haben. Das sind diese Abstimmungen, so wie sie in Jena laufen, auch überraschend große Beteiligung. Sie hatten damals 15.000 solche Broschüren verteilt in der Stadt und konnten auf dieser Basis sehr zuverlässig und gut arbeiten. Das war so noch 2009, inzwischen gibt es ja neue Erfahrungen, aber wie gesagt, das wäre sehr schön, wenn das dann mal passt. Wobei ich natürlich sagen muss, so uninteressant wäre das gar nicht, die Lobbygruppe Kunsthaus, die Lobbygruppe Theater zu vergleichen von den Zahlen her, das würde mich schon interessieren. Aber ich habe Ihre Meldung gesehen, Frau Stoller, zunächst ist aber so, dass Ramon Miller noch etwas dazu sagen wollte. Ja, ganz kurz, also ich wollte sicherlich einen abfälligen Eindruck erwecken, was Jena betrifft. Jena macht sicher einen sehr guten Beteiligungshaushalt, ganz keine Frage, sehr kompetent. Allerdings, wenn man halt genau hinguckt, sie verwenden sehr viel Mitteleinsatz, den sie sich natürlich auch leisten können, sollen sich auch leisten. Und deswegen ist, wenn man dann ins Detail geht, wiederum Jena nur bedingt vergleichbar, weil wir einfach von anderen Möglichkeiten ausgehen wollten. Das wollte ich einfach nur sagen, aber Jena ist mit Sicherheit ein gutes Beispiel. Die haben auch die Befragungen so angelegt, dass sie tatsächlich im Sinne einer statistischen Befragung mit allem, was dazugehört, wirklich auch verwendbar sind. Frau Stolber, ich darf auf Ihre Frage hoffen. Ja, also ich finde das ganz toll mit dem Bürgerhaushalt, muss ich sagen. Aber ich muss auch ganz wirklich fragen, in der jetzigen Situation mit der Haushaltsschieflage, muss es dann nicht erstmal darum gehen, dass man auf Teufel komm raus versucht, die Einnahmen zu erhöhen und die Ausgaben zu reduzieren und dann mit dem harten Metallkampf durchgeht und die Parteien sich Leute holen, Haushaltsexperten aus anderen Kommunen oder was auch immer, die erstmal über diesen Haushalt versuchen im Griff zu kriegen, weil wenn sie nichts genehmigt bekommen, dieses Jahr läuft nächstes Jahr überhaupt nicht. Und das ist das Hauptproblem. Ich finde es toll mit dem Bürgerhaushalt, wenn hier die Verwaltung ihre Hausaufgaben gemacht hat und wir wieder irgendwie überleben können, weil die paar Kröten, Entschuldigung, noch zu verteilen, die man vielleicht, falls man mal einen genehmigten Haushalt, also es ist ja toll, wenn die Bürger da irgendwo mitreden können, nur wenn der Haushalt überhaupt nicht genehmigt wird, weil die Schieflage so immens ist, wie sie momentan ist, die Schere klappt um 13 was Millionen oder was auseinander. Ich sage es Ihnen ganz brutal, wie es ist. Also eigentlich ist doch die Aufgabe jetzt dafür zu sorgen, dass man den jetzigen Haushalt irgendwie zusammenkriegt. Und wenn es da Bürger gibt, die sagen, ich weiß, wo man sparen kann, wäre das toll. Aber das ist die einzige Anregung, die Sie momentan gebrauchen können. Vielleicht dazu folgende Anmerkung. Wir, die wir heute alle hier sind und die Zeit verwenden, um uns mit dem Thema Bürgerhaushalt zu beschäftigen, ich denke, ich kann für fast alle sprechen, wir hätten die Zeit ansonsten nicht verwendet, am Haushalt 2011 zu arbeiten. Das bedeutet also, ich kann Ihnen nur zustimmen, natürlich bedarf es intensiver Arbeit am Haushalt 2011, damit er endlich in die Gänge kommt. Erstmal, wir sind schon wieder spät dran und zweitens, dass er genehmigungsfähig beschlossen wird. Aber heißt das, dass man deshalb die Hände in den Schoß legen muss, was die Entwicklung und den Anschub des Bürgerhaushalts betrifft, das sehe ich nicht. Denn Ramon Miller hat zu Recht gesagt, 2012 ist ein, ich würde sagen, ein optimistischer, aber möglicher Ansatz, dass wir da eine Bürgerbeteiligung hinbekommen. Wir brauchen aber nicht erst den Haushalt 2012, da sind wir uns einig, wir brauchen schon den 2011er. Das heißt also, ich sehe keine großen Schwierigkeiten, beides parallel laufen zu lassen. Ich weiß nicht, was Andreas Schubert dazu meint. Ja, also wir haben ja vor uns gesagt, der Bürgerbeteiligungshaushalt aus Jena, der beleuchtet im Prinzip nur den investiven Teil. Und da geht es dann um so eine Frage, die Frau Stolper jetzt angesprochen hat, was will man sozusagen im investiven Teil sozusagen zur Auswahl stellen, wenn es doch gar nichts auszuwählen gibt. Das
Deswegen hatten wir insgesamt, ich glaube, es war bei der Forschung auch deutlich geworden, den Ansatz gewählt, dass wir insgesamt alle Haushaltsbereiche sozusagen in diesen Bürgerbeteiligungshaushalt einbeziehen wollen. Und das ist also dieser andere Ansatz, der eigentlich ein größeres Fenster auch zur Diskussion öffnet. Und vor dem Hintergrund, was Sie sagen, wir müssen erst in Ordnung bringen den Haushalt und dann können wir erst mit den Bürgern diskutieren. Das ist immer die Frage, also des Ansatzes. Ich persönlich sehe das natürlich anders. Wir haben im Stadtrat mit Sicherheit nicht die Situation, dass wir sagen können, hier sitzen alle Haushaltsexperten der Stadt versammelt und die haben deswegen schon alleine mal ein Dreh, die Haushaltsfragen am besten zu lösen. Ich sehe das eben so, dass wir im Stadtrat zwar ein Mandat haben, auch Zeit, um die Interessen der Bürgerschaft zu vertreten, aber dass das Wissen und auch die Erfahrung im Bereich der Einwohnerschaft, die nicht im Stadtrat selber sitzen, durchaus auf der gleichen Höhe ist, auf Augenhöhe mit der Verwaltung oder auch mit den Stadträten und dass deswegen deren Erfahrung und Wissen genauso hilfreich sein können, auch jetzt in dieser Situation, wo es um diese ganz schwierige Frage geht und aus der wir jetzt rauskommen müssen. Und wir haben deswegen die drei Parteien, die heute hier vorne vertreten sind, für den Stadtrat am kommenden Donnerstag, heute in einer Woche, einen Vorschlag unterbreitet, einen Beschlussvorschlag, wo wir den Stadtrat auffordern zu beschließen, dass so eine Einführung eines kommunalen Bürgerbeteiligungshaushaltes befürwortet wird. Und da steht auch ganz konkret drin, dass wir ab 2012 diesen kommunalen Bürgerhaushalt wollen. Wir wollen davor gescheit eine Projektgruppe einrichten, wo Bürgerinnen und Bürger sich mit einbringen können. Wir wollen mit diesem Vorlauf und diesen Gesprächen, die wir jetzt begonnen haben, diese Informationen unterbreiten an diejenigen, die interessiert sind, um mit uns sich in dieses Verfahren zu begeben, in diese Diskussion und diese Fragen dann auch hoffentlich für die Stadt Gera zu einem guten Ergebnis zu bringen. Das ist der Ansatz. Dankeschön. Habe ich da hinten eine Frage gesehen? Nein, keine Frage. Sondern ein Statement, ja. Armin Albrecht, nicht. Ja. Also es ist natürlich trügerisch, wenn wir jetzt sagen, 2011 wird jetzt der Bürgerhaushalt eingeführt, so als Notnagel, dass wir den Haushalt konsolidiert bekommen. Das ist nicht Anliegen eines Bürgerhaushaltes. Also da geht man mit einer falschen Mission heran. Es ist ein zusätzliches Angebot, dass man Bürger mit einbezieht, dass man ein Verständnis für seinen eigenen kommunalen Haushalt, man muss ja immer wieder betonen, es geht um den städtischen Haushalt, dass man dafür ein Verständnis mitbekommt. Und wir als Gera, wir fangen ja nicht bei Null an. Es gibt ja genügend andere Gemeinden, gerade Nordrhein-Westfalen, wenn ich gerade das Thema Internet erfahre. Die haben dort eine sehr gute Internetpräsentation gebracht und da haben die Bürger sich eingebracht. Natürlich muss man damit unterschiedlicher Qualität erwarten, aber dafür gibt es die eine Spalte, die Ramon Müller vor uns vorgestellt hat, nämlich Bewertung. Und auch aus der Bewertung heraus sieht man, wie mit diesen Meinungen umgegangen wird. Und es ist ganz einfach, wie gesagt, ein zusätzliches Angebot, mehr in der Sachthematik miteinander umzugehen. Und gerade für Gera, denke ich, ist das wichtig, weil wenn wir die Schuldiskussion oder die Kunsthausdiskussion gesehen haben, dort sind ganz einfach mit nicht transparenten Gedankengängen umgegangen worden und die ganz einfach zu einem konträren Diskussionspunkt geführt haben. Und das können wir uns ganz einfach vermeiden, indem man von Anfang an bei der Aufstellung, und das ist ganz wichtig, bei der Aufstellung schon den Bürger mit einbezieht. Wir haben übrigens im vergangenen Jahr das erste Mal den Haushalt schematisch ins Internet der Stadt Gera eingestellt gehabt. Dort konnte der Bürger erstmal die Aufteilung schon wahrnehmen. Und ich denke, wir sind aufgefordert, alle miteinander um die beste Lösung zu ringen. Und die Erfahrung, wie beispielsweise Jena, wenn zusätzliche Mittel dastehen, dass man Ja-Nein-Fragen beantworten, ich denke, das sind schematische Dinge, die wir im nächsten halben Jahr finden werden, dass wir solche aus solchen, ja, sagen wir mal, unglücklichen Formulierungen ein Wirtschaftsgut, das man in der Stadt schaffen will, gegen das andere ausspielen zu lassen, Lobbystimmungen dort mit hinein zu provozieren, dass man das vermeidet, sondern dass man da relativ neutral rangeht, so eigentlich wie ein Bürgerhaushalt aufgebaut ist, um eben, wie gesagt, den Bürger zu veranlassen, sich dort mit einzubringen. Und ich hoffe und ich denke, das wird auch ein Anfangspunkt sein, dass man als Partei, als Fraktion aus dem Stadtrat mit solchen Anregungen umgehen kann und natürlich auch in anderen Formen wie Foren und Ähnliches danach auch direkt sich miteinander unterhalten kann. Ziel ist, wie gesagt, es ist ein zusätzliches Angebot, ein weiteres Angebot, Bürger aus der Stadt demokratisch einzubeziehen und Meinungsfindung. Dankeschön. Meine Damen und Herren, es ist 5:08. Ich würde vorschlagen, nachdem wir jetzt schon eine Zeit lang beieinander sind, dass wir die letzten Fragen, die letzten Wortbeiträge sammeln und dann zum Ende kommen. Gibt es Fragen, Wortbeiträge? Ja, ich hätte schon noch eine Frage. Parteiloser Bürger, hat ob man dann die Möglichkeit haben, über Haushaltsaufstellung das im Internet verfolgen zu können, oder muss man mal von Kunst zu Lage laufen und dort ein Letter einzusehen, oder wie ist das angedacht? Jetzt oder wenn der Bürgerhaushalt läuft dann? Zur Vorbereitung des Bürgerhaushalts, wenn der Bürger praktisch für den zweiten Haushalt sich auseinandersetzen soll mit der Thematik und dort seine Wertungen, positiv, negativ, wie auch immer,
geben soll. Das soll ja wohl das Ziel sein. Die Frage ist also zunächst mal, wie sehr muss sich der Bürger selbst kümmern um Informationen? Wie kommt der Bürger an die Informationen? Jawohl. Wer will? Also wir haben direkt eine Internetseite, die haben wir eingestellt. Als PDF kann man das schon runterladen. Man kann es sich direkt von der Internetseite runterholen. Es ist schon bereit. Man kann es. Das ist natürlich der bloße Haushalt, aber zum Bürgerhaushalt gehört natürlich mehr. Man muss aber wir müssen ja irgendwo muss Vorschläge machen und dergleichen. Ich glaube, das war auch Gegenstand der Frage. Ja, also Schubert. Angedacht ist auf jeden Fall, dass wir, ich habe es vorhin schon kurz beschrieben, vorschlagen jetzt im Stadtrat kommende Woche, dass in Vorbereitung dieses Bürgerhaushalts ab 2012 eine Projektgruppe berufen wird, die sich genau mit diesem Verfahren nochmal konkret beschäftigt. Da sollen also nicht nur Stadträte oder Verwaltungsmitarbeiter sich sozusagen über diese Fragen austauschen, sondern auch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind dort aufgefordert, sich mit einzubringen. Und dann werden wir, wenn wir das Verfahren so beschreiten, wie wir das jetzt vorschlagen, schon zum Halbjahr einen Entwurf, wie das aufgelegt werden soll, von 2012 vor uns haben. Darauf soll sich die Verwaltung vorbereiten. Das ist auch in unserem Stadtratsbeschluss im Entwurf vorgesehen für nächste Woche. Und dann können wir über diesen Entwurf dann auch mit der Bürgerschaft diskutieren. Das soll in öffentlichen Foren passieren, aber auch im Internet. Wir wissen, es hat nicht jeder Zeit, abends zu einem Termin zu kommen. Manche machen am Wochenende vielleicht auch mal gerne einen Laptop auf und wollen sich da sozusagen engagieren. Es soll also ein paralleles Verfahren sein, mit Begegnung persönlicher Art, aber auch mit Interaktion über das Internet. Und dann muss natürlich so eine Matrix auch erstellt werden, wie wir das jetzt von Lichtenberg gesehen haben. Bei dem Lichtenberg, dass wir also einen klaren Zyklus organisieren, wo wir dann auch am Ende ein Ergebnis dokumentieren können und eben diese Rechenschaft ablegen über die Vorschläge, die gekommen sind. Was ist sozusagen davon praktikabel, was ist überhaupt rechtlich umsetzbar und welchen finanziellen Effekt hat sowas am Ende? Das wollen wir ganz konsequent sozusagen auch eins zu eins dann abrechnen. Herr Hausig hat sich noch Sie zu entlasten bei der Denkweise. Es gibt eine Auftaktveranstaltung, die von der Stadtverwaltung gemacht wird. Dort werden alle diese Projekte vorgestellt, sodass Sie die alle zur Kenntnis kriegen. Durchsichtig, transparent. Und dann sagen Sie, aha. Ja gut, das ist immer genau die Frage, wie viel Termin da gesteckt wird. Hat man das nicht gemacht? Vielleicht nicht. Wenn ich jetzt eine Internetadresse habe, dann gebe ich einfach nur eine am Wochenende, dann kann ich mich informieren. Das war ja eigentlich die Kampffrage. Also das, was die dort vorbringen, werden Sie sich Bürgerhaushalt heißt natürlich nicht nur Beteiligung der Bürger, die über eine Menge an Freizeit verfügen, sondern auch und gerade der Bürger, die wenig Zeit haben, weil sie haben das verständlich. Aber Ramon Müller, wollte jetzt noch kurz was sagen? Sie haben es im Grunde angesprochen, also zum Beispiel der Haushaltsentwurf 2011, der ja noch nicht die Beschlussvorlage ist, der ist ja zum Beispiel ins Internet gestellt. Und kann ein normaler Mensch damit nicht wirklich etwas anfangen. Das heißt, eine entscheidende Frage wird sein, was produziert man zusätzlich zu dem Beschlussvorlage, die man ja so braucht, damit Bürger mitreden können. Das ist eine entscheidende Frage. Dann wird es natürlich ein Verfahren geben müssen, wo man sagt, also die Beteiligungsphase findet statt im Zeitraum von bis. Natürlich wird es so sein können, das ist ja nun einfach, dass man um H35 das auch mal körperlich auslegt, dass wenn also einer nicht über das Internet machen will, dass er da liegt, im Bauservice, alles andere. Man kann sich angucken, man kann seinen Zettel haben, was draufschreiben, wird abgegeben. Und dann ist eben entscheidend, dass man die Fristen so macht, dass man sicherstellen kann, dass man es auswerten kann. Ja, und dass man dann diese Auswertung wiederum den Stadträten zur Kenntnis gibt, damit die wissen, was ist denn gekommen und was ist denn, wie will man damit umgehen. Das sind, sagen wir mal, so die wesentlichen Schritte, die getan werden müssen. Ja. Ja. Dann lassen wir es, wenn es recht ist, bei der letzten Wortmeldung hier. Was jetzt genau dazu passt, Herr Müller, für 2009 gab es eine Kurzfassung des Haushaltsplans für 2009. Und als ich für 2010 das gleich abholen wollte, in dem H35 angeben, den Kopf geschüttelt. Da war gleich klar, der wird eh nicht genehmigt, da kriegt man gar nicht. Warum hat er das eingestellt? Das ist eine Kostenfrage. Das ist eine Frage, die vorläufige Haushaltsführung ganz. Ich kann keine Fragen mehr zulassen, aber hier habe ich noch. Als Ergänzung, also wir wollen eben genau das nicht, was Ramon Müller ja vorhin auch gesagt hat, es soll also keine Eintagsfliege werden, wir wollen das nicht als alle die Veranstaltung machen, sondern es soll sozusagen jetzt auch mit Ratsbeschluss in der Verbindlichkeit eingeführt werden. Das heißt, wir wollen jetzt im Stadtrat auch dafür sorgen, dass auf dieser Beschlussfassung heraus die Verwaltung aufgefordert ist, an diesen Fragen kontinuierlich zu arbeiten, damit es eben nicht dazu kommt, dass sich der Bürger irgendwie. Sag ich mal, desillusioniert dann fühlt, wenn er das im einen Jahr bekommen hat und im anderen Jahr nicht. Genau dafür wollen wir jetzt im Grundstein gehen.
Sie sehen, meine Damen und Herren, das ist heute eine Auftaktveranstaltung. Ich habe bereits zu Beginn der Veranstaltung klargemacht, es gibt eine Fortsetzungsveranstaltung am 10. Februar. Politisch wird das Ganze im Stadtrat begleitet. Zum 10. Februar ist geplant, dass der Oberbürgermeister hier erscheinen wird. Und wenn ich sage, hier erscheinen wird, dann denke ich fast, es wird wieder am selben Ort sein, zur selben Zeit. Also 10. Februar, 18 Uhr. Und wir planen, dieses Spannungsverhältnis Kommune-Land näher uns anzusehen. Denn Sie wissen, die einen sagen, in Gera versteht man nicht zu sparen und darum kriegen die auch nichts genehmigt. Manche in Gera sagen, ja, wir wissen schon, wie es geht, aber die da oben lassen uns hängen, die lassen uns am Arm verhungern. Und was daran ist, wie wir da uns ins Benehmen setzen können und vor allen Dingen, wie wir werben können für die Genehmigung eines Haushalts 2011, dem Thema wollen wir uns widmen, nicht nur mit dem Oberbürgermeister, sondern mit einem Vertreter der Landesregierung, der da angesiedelt ist, wo man auch was sagen kann, nämlich ein Minister oder ein Staatssekretär, sodass wir hier auf gutem Niveau diskutieren können. Ich freue mich auf Sie alle, ich freue mich besonders auf Herrn Ilse, dessen Frage ich für heute ablehnen muss, aber ich kenne ihn, der merkt sich die einen Monat lang und stellt sie dann am 10. Februar. Meine Damen und Herren, wir haben heute nicht nur Gutes gehört, im Gegenteil, wir haben sehr viel Negatives heute gehört, insbesondere durch den Vortrag von Dr. Neudert, der uns mit der unangenehmen Haushaltssituation Geras vertraut gemacht hat. Aber einen Punkt gibt es doch, der ausgesprochen positiv ist. Ich weiß nicht, ob Sie es auf der Folie von Ramon Miller gesehen haben, mit den Haushalten, Bürgerhaushalten für die deutschen Kommunen. Auch Weimar hat so ein kleines Zeichen gehabt. Weimar hatte letztes Jahr die erste Veranstaltung dazu, die war im September. Und wissen Sie, wie viele Leute zu dieser Veranstaltung gekommen sind, außer Politiker natürlich und Presse? Es war ein Mann. Schauen Sie mal, wo wir heute hier sind. In Weimar war eine Person da, die sich informiert hat und bei der Abstimmung waren es dann über 3000 Weimarer Bürgerinnen und Bürger, die mitgemacht haben. Wenn ich sehe, was heute hier in Gera hier da ist, wenn ich das dann hochrechne, dann muss ich sagen, ohne Internet läuft es ja schon gar nicht bei uns. Ja? Also ich erwarte wirklich nach diesem für mich, für uns alle, denke ich, erfreulichen Startschuss für das Projekt Bürgerhaushalt in Gera, dass wir hier einen guten Weg einschlagen und mit den kompetenten Gesprächspartnern, die wir erwarten für den nächsten Monat, dürfte das auf gutem Niveau weitergehen. Ich darf Ihnen allen danken herzlich für Ihr Kommen. Dafür, dass Sie hier zugehört haben, dass Sie sich auch beteiligt haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und ich hoffe für uns alle, dass es nicht gerade wieder regnet, wenn wir diesen Raum verlassen. Schönen Dank, schönen Abend noch einmal.